Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der Sonne. Hello! Wir fahren heute nach München und machen endlich wieder mal einen Vlog. Das ist ja schon ewig her, oder? Oha, ja, ich glaube, seit Thailand haben wir gar keinen mehr gemacht. Wir sind voll aufgeregt, weil wir waren ja erst vor zwei Wochen in München und das war auch so spannend irgendwie. Und ich könnte mir zwar jetzt nicht mehr vorstellen, in München wieder zu wohnen, aber so Ausflug ist eigentlich ganz schön. Ja, besonders zum Shoppen ist es halt extrem geil, weil wir hier im Dorf leben und da gibt es halt einfach gar nichts. So, da gibt es eine Bäckerei. Und die haben wir auch gleich ausgenutzt. Hier so deutsche Bäckerkunst. Ich habe nämlich am Montag Geburtstag. Genau, und da wollte ich mal gucken, ob ich mir was zum Anziehen finde. Vor allem, was mich hier auch so stört, jetzt wo wir hier wohnen in dieser kleinen Stadt, es gibt halt nur so kommerzielle Läden wie H&M und keine Ahnung. Und wir gucken halt schon, dass wir die nicht mehr so unterstützen oder beziehungsweise gar nicht mehr. Ja, man muss auch dazu sagen, wenn man bei H&M irgendwie ein T-Shirt kauft und das in der Größe L, dann ist das nach dem Waschen eine Größe S so. Und das, die Qualität beim H&M ist einfach miserabel, finde ich. Und deswegen gucken wir jetzt heute mal in München und wir treffen uns auch mit einer Freundin, aber wir sind schon wieder total spät dran. Auch jetzt ist es schon 12. Wir wollten eigentlich schon um 8 losfahren. Ja, nein, es ist 11, aber bis wir oben sind, ist wahrscheinlich dann 12. Ah, naja. In München angekommen und wie ihr sehen könnt, habe ich den Maximilian gegen meine Freundin eingetauscht. Ja, und der Maximilian ist nämlich jetzt woanders, denn er musste mich noch was erledigen und leider hat er sein Handy im Auto vergessen und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn jetzt noch erreichen soll und wie ich ihn wiederfinden soll, weil eigentlich wollten wir noch shoppen gehen und ja, das könnte auf jeden Fall noch spannend werden. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal einen Kaffee trinken und dann mal schauen, wie wir den Maximilian wiederfinden. So, ich bin jetzt auf dem Weg, um den Maxi zu treffen. Ich war jetzt mit meiner Freundin gerade noch Kaffee trinken und der Maxi hat mich angerufen von der Telefonzelle aus, denn ich habe immer noch sein Handy oder beziehungsweise das Handy von ihm ist ja im Auto. Er hat scheinbar meine Nummer gewusst und mich jetzt angerufen von der Telefonzelle aus. Und jetzt treffen wir uns am Stachus und dann gehen wir endlich einkaufen. Wir haben uns wieder gefunden. Schaut mal, hier ist der Maxi. Das war jetzt echt krass. So. Ich war jetzt in der Stadt und habe einfach mal nach einer Telefonzelle gesucht. Wie wahrscheinlich ist es, dass du eine Telefonzelle findest? Und ich habe auch keine gewusst, weil ich schon ewig Wo stand die eigentlich? Ich wüsste jetzt gar nicht, wo eine Telefonzelle wäre am Stachus. Ich dachte mir, dass am Stachus muss doch eine sein. So. Und da war auch eine zum Glück. Aber du hast mich gefunden und ein Hoch auf die Telefonzelle. Pass auf, ich will noch dazu sagen, wie viel das gekostet hat. Ich habe jetzt für einen Anruf ungelogen 3 Euro reingeschmissen. Beim ersten Mal habe ich 1 Euro reingeschmissen, habe ich alle angerufen bei der Lisa am Handy und dann ging da keiner dran. Dann hat der komplett den Euro eingezogen. Dann hatte ich bloß noch 2 Euro und habe die auch reingeschmissen und dann lese ich über mir ein Schild, da steht kein Rückgeld. Sehr geil. Einfach mal 3 Euro verschwendet. Aber zum Glück wusstest du ja meine Nummer. Ja. Weil wenn du das nicht gewusst hättest, dann wären wir echt aufgeschmissen gewesen. Und jetzt war es so, dass wir hier geparkt haben, also am Odeonsplatz, erstmal noch schnell hierher wieder mussten, weil nämlich schon die Parkzeit oder wie sagt man, die Parkuhr fast abgelaufen war. Und jetzt müssen wir Geld einschmeißen. Wir haben es gerade noch fast rechtzeitig geschafft. Wir waren 5 Minuten zu spät. Und jetzt ist es auch mittlerweile schon 3:30. Und jetzt gehen wir endlich mal shoppen. Weil wir waren immer noch nicht shoppen. Let's go! Für alle diejenigen, die es übrigens interessiert, was das hier kostet, der Spaß. Hier, 12 Minuten Parkgebühr, 20 Cent. Aber wenn ich jetzt hier schmeißt du jetzt ein? Ja, ich habe 1 Euro. 1 Euro? Wir können jetzt parken bis 40 Minuten. 40 Minuten. Wow. Nee, Moment, aber warte. Wir holen uns jetzt einfach Wechselgeld. Wechselgeld? Ja, aber das reicht ja nicht. Aber schau mal, hier kann man auch mit Karte zahlen, ja, oder? Aber das ist nur Geldkarte. Was ist Geldkarte? Ja, da musst du Geld auf deine Karte laden. Ach so. Nein! Ja, und während ich jetzt hier warte, bis der Maxi das Geld abgehoben hat, dachte ich mir, da ja heute Sonntag ist, wird es wieder mal Zeit, jemanden auch zu empfehlen, da wir gemerkt haben, dass es bei euch auch so gut ankommt, wenn ihr Inspiration von uns bekommt. Und ich finde es auch einfach schön, dass wenn wir das einfach mit euch teilen, wenn wir jemanden total toll finden und wir euch das sozusagen einfach ein bisschen inspirieren können. Und heute würde ich nämlich ganz gerne den Louis und die Steffi vorstellen von Come With Us. Die haben nämlich mit ihrem Van so eine Europa-Tour gemacht. Das ist vielleicht vor allem auch mal für diejenigen interessant, die auch mit dem Van
Fan gerne mal so durch Europa oder um die Welt fahren wollen oder so. Ich finde das auch ganz, ganz spannend, was die beiden gemacht haben. Den Link zu den beiden findet ihr unten in der Infobox. Also ich würde sagen, schaut auf jeden Fall da gerne mal vorbei. Die würden sich auf jeden Fall sehr freuen und lasst liebe Grüße von uns da. Ja, und wenn jetzt der Maximilian dann endlich mal bald zurückkommen würde, der ist nämlich gerade da vorne die Straße entlang gegangen und versucht da irgendwo Geld zu wechseln, denn heute ist nämlich auch in München auf der Leopoldstraße, also so eine ganz bekannte Einkaufsstraße. Ich weiß nicht, wer von euch auch aus München kommt. Gibt ja ein paar, die auch aus München kommen. Und da ist heute so ein Streetlife-Festival. Das findet ja irgendwie, ich glaube, ein paar Mal auch im Jahr statt. Und da gibt es dann ganz, ganz viele Stände, wo man was essen kann und so Aktivitäten machen kann. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. Und da in der Nähe haben wir nämlich unser Auto geparkt. Und ja, wie gesagt, der Maximilian versucht jetzt Geld zu wechseln, damit wir dann unser Parkticket verlängern können und endlich was einkaufen können. Ich glaube, das wird heute irgendwie sonst auch gar nichts mehr. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist so schön, wieder mal hier zu sein, weil wir haben ja jetzt doch auch 6 Jahre hier gewohnt und es fühlt sich so komisch an, wenn man dann wieder hier ist. So, es ist so seltsam, es ist so ein seltsames Gefühl, aber doch auch so schön. Und ich habe so für mich persönlich einfach festgestellt, dass das Kapitel München auch so abgeschlossen ist irgendwo. Es war eine sehr schöne Zeit, es waren sehr schöne Jahre hier. Und es ist auch immer wieder schön, wieder hierher zu kommen. Wir waren ja vor 2 Wochen erst hier, als diese Reisemesse war. Da wurden wir eingeladen. Das war auch sehr, sehr schön. Es ist auch, ich weiß nicht, wer von euch das Gefühl kennt, wenn man sagt, okay, es ist schön hier, aber es ist einfach Zeit für was Neues. Abgesehen davon wissen wir ja noch gar nicht, wo wir oder ob wir wieder irgendwann, irgendwo demnächst fest bewohnen wollen oder wieder weiterreisen wollen. Also, dass es ja wieder weitergeht, das steht ja eigentlich schon fest. Aber ob wir jetzt vielleicht im nächsten Jahr oder so uns irgendwo eine Wohnung nehmen werden, ja, das wissen wir ja noch gar nicht. Wir haben uns gerade ein Eis gekauft und zwar ist das veganes Eis mit veganer Waffel. Und was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass man gar nicht immer denkt, wenn man jetzt irgendwie vegan sich ernährt oder so, dann gibt es irgendwie überhaupt kein Eis mehr, was man essen kann. Es gibt so viel Sorbet, also so Fruchteis, und es gibt in fast allen Eisdielen auch veganes Schokoladeneis. Das ist dann einfach, ich glaube, Zartbitter oder so. Und das schmeckt auch richtig, richtig lecker. Es gibt sogar in dem kleinen Kaff, wo wir herkommen, gibt es sogar veganes Schokoladeneis. Müsst ihr euch mal vorstellen. Schaut mal, Leute, was wir entdeckt haben. Hier gibt es einfach mal Rikscha-Fahrer und das erinnert mich, ja, ich würde sagen, an alte Zeiten in Australien, als ich noch Rikscha-Fahrer war und jeden Tag, ja, bis zu 10 Stunden hier am Radeln war. So, wir haben jetzt Hunger und in München gibt es einen übertrieben geilen veganen Dönerladen und da gehen wir jetzt hin und der war damals, war der am Hauptbahnhof und der wurde irgendwie abgerissen. Und wir so, als wir letztens da waren, da wollten wir letztens schon hingehen, ja. Als wir bei der Reisemesse waren und dann wir so, oh mein Gott, wo ist der Laden, der Dönerladen hin, der ist einfach weg. Und der ist jetzt umgezogen in der Nähe vom Ostbahnhof und wir haben ihn gefunden. Alle Gerichte sind 100% vegan. Oh mein Gott. Ja. Und auch der, sogar veganes Pite mit veganem Käse. Da gibt es richtig leckere Sachen. Ich hätte gern einen veganen Dürüm, bitte. Für mich auch ein veganer Dürüm. Mit veganer Dürüm, ne? Ja, mit Kreuz ist aus. Ingwer, Kurkuma. Ja, bitte. Meine Ingwer? Ja. Sie können auch kombinieren. Ingwer mit Tomatenmischung ist der beste. Okay, ja, dann, dann so. Essen Sie hier? Ja, bitte. Ja. Okay, warte. Wir müssen vorher noch ein Bild machen für Instagram. Folgt uns übrigens mal auf Instagram, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und das ist halt so geil, weil
Der ist halt komplett vegan. Also alles an dem Döner ist vegan. Und das ist, wer sich jetzt fragt, was das für ein Fleisch ist sozusagen, also das ist Seitan. Und Seitan besteht größtenteils aus Weizen-Eiweiß. Soweit ich weiß, also da musste kein Tier dafür sterben. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Das solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Wir verlinken übrigens auch den Laden hier unten in der Infobox. Also falls ihr in München wohnt oder aus der Nähe kommt oder mal in München seid und ihr wollt es ausprobieren, könnt es euch nur empfehlen. Happy! Fuck, wir haben den echt letztes Mal haben wir den ganzen Tag gesucht, gell, und der war auch nicht im Internet zu finden und jetzt haben wir ihn gefunden. Ja, und der war so lecker. Also Leute, das ist echt so die Empfehlung, wenn ihr in München seid, ihr müsst dort einen Dürüm oder einen Döner essen. Der ist genau hier. Also hier. Hier ums Eck. So Leute, wir sind jetzt 1,5 Stunden ungefähr gefahren und ja, sind jetzt endlich zu Hause. Und bevor wir aber jetzt das Video beenden, möchten wir noch Danke sagen. Wir haben nämlich die 4000 Abonnenten geknackt. Wir sind 4000. Unsere Community wächst und explodiert. Wir wollen Danke sagen und ihr seid einfach die allergeilsten. Vielen, vielen lieben Dank an die ganzen Nachrichten, an die ganzen Likes und an die ganzen Kommentare, die ihr uns zusendet. Ja, dann war es das auch schon wieder mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und hier könnt ihr wie immer unseren Kanal abonnieren und hier kommt ihr auch zum letzten Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao.